So, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy. Und wir machen heute weiter mit einer weiteren Nebenquest. Denn wir wollen mit Piers Pemberton sprechen, der sich ein bisschen aufgeregt hat, dass wir mit den Demigeist-Monen unterwegs waren. Ja? Verzeihung, Sir. Zu den seltsamen Demigeist-Statuen, die ich gesehen habe. Was? Wer sind Sie? Warum fragen Sie? Sie terrorisieren gleich den Moon. Sie verursachen Mr. Moon schreckliches Leid. Ha! Gut, das war der Plan. Also, sind Sie von Ihnen? Ich? Ja, schon. Damit wollte ich diesem armseligen Trampel Moon einen Hauch des Leides bereiten, das er mir vor Jahren zugefügt hat. Was für ein Leid? Sie haben sie wieder entwendet. Richtig. Auf Bitte von Mr. Moon. Ich habe Ihre Eule erhalten. Auf Ihrem Briefpapier. Ja, es passt zu Moon, sich von Schülern helfen zu lassen. Zu feige, um es selbst zu tun, hat sich kein bisschen verändert. Selbst in der Schule war er ein feiger Tyrann. Er gab mir einen fiesen Spitznamen, den ich nicht wiederhole. Ich war froh, als er die Schule verließ und aus meinem Leben verschwand. Doch dann sah ich ihn wieder in Hogsmeade. Das war zu viel. Auch wenn es mich mit Genugtuung erfüllt, dass aus ihm bloß ein einfacher Hausmeister geworden ist. Ja, ist wichtig, aber die Arbeit. So viel für die Schule. Und er hat mich viel gelehrt. Er hat Angst vor diesen Statuen. Ich weiß, Sie hätten sein Gesicht sehen sollen, als der Irrwicht erschienen ist. Unbezahlbar. Da wusste ich, was zu tun ist. Ich Tja. Wollte ihn einfach nie wiedersehen. Also habe ich ihm einen Irrwicht vor die Nase gesetzt, um seine größte Angst herauszufinden. Dann habe ich die Demigeist-Statuen erschaffen, um ihn in die Schranken zu weisen. Die Monde sollten auf seinen Namen anspielen. Das hat wunderbar funktioniert, bis sie anfingen, die Statuen zu beseitigen. Richtig. Sie sind aber nicht besser. Sie sind eine Art Schikane. Sie sind nicht besser als er. Vielleicht sollten sie beide aufhören. Da ist was dran. Wenn er sich so vor ihnen gegraut hat, wie sie sagen, hat er seine Lektion vielleicht gelernt. So, sprich mit Glöckchen Moon, aber vorher möchte ich gerne diese Statue, die sie. Ach Gott, die Statue hier. Hallo, Homura. Die Truhe mal kurz mitnehmen, die hier noch sich drin befindet. Wir könnten ja jetzt mittlerweile. Wir können ja jetzt mittlerweile die Stufe 3 Schlösser öffnen und ich kann auch wieder Zeugs mitnehmen. Ich habe nämlich Zeugs verkauft. Ein Schemel, ernsthaft. Also ein kleiner Hocker. So, dann gehen wir mal rüber. Dann, so, gehen wir jetzt, haben wir ja alle 9. Halbbuchseiten fehlen uns noch 22, Sammlungstruhen fehlen uns noch 3. Dann hätten wir Hogsmeade abgearbeitet. Hogwarts würden wir wahrscheinlich. Das machen wir nicht jetzt. Dann gehen wir mal zurück nach Hogwarts. Wir haben ja alle Dingspunkte geholt. Alle, hier, wie heißt es? Ah, irgendwie habe ich es gerade so ein bisschen mit Dingen herausfinden. Nein, wie heißt es hier? Alle Flohflammen, alle Schnellreisepunkte, sowas richtig. Oh, eine weitere.
Oder ist sie un... Das ist die große Frage. Ja, scheint unten zu sein. Oder ist sie da drüben? Ja. Also scheint die unten zu sein. Oder hier drin, das kann natürlich auch theoretisch sein. Ne, auch nicht? Okay. Warte mal. Ja, dann ist sie tatsächlich unten. Dann ist sie tatsächlich unten. Da ist die. Die bewegliche Treppe. Nummer 14 von 50. Und heute möchte ich gerne die Mission mit Gladwin Moon endlich abschließen. Geht mal weg hier. Tod ist unterwegs. Meine Güte. So, da ist der gute Gladwin Moon. Mr. Moon, ich weiß jetzt, wer hinter den Demigeist-Statuen steckt. Wahrheit? Ja. Es war ein Klassenkamerad, den Sie schikaniert haben. Pierce Pemberton. Oh, ich hätte es wissen sollen. Zöpfchen Pierce. Ich find's dich nicht. Ich glaube, er wird nicht gern so genannt. Natürlich wird er das. Oh, er hatte so volle Locken. Wir haben immer über sie gelacht. Ich wohl am lautesten. Ein cleverer Mann. Ich wusste nicht, dass er so verschlagen ist. Ich sollte ihm gratulieren. Die übrigen Statuen machen mir weniger Angst. Jetzt, wo ich weiß, dass sie vom alten Zöpfchen aufgestellt wurden. Sammeln Sie sie ruhig weiter, wenn Sie wollen. Ich werde meinem alten Freund einen Besuch abstatten. Und damit haben wir die Mission der Mann hinter den Monden final abgeschlossen. Katze! Entschuldigung. So, jetzt muss ich gerade nur gucken, dass ich hier mal ganz kurz die Truhe mitnehme. Die hier sich noch irgendwo befindet. Ja, die können wir natürlich nicht markieren. So, ich muss jetzt so gucken, wo sie sein könnte. Sie befindet sich oben, hat er gesagt. Mal kurz. Ist das hier? Nee, das war ja die Stelle. Also müssen wir eins hoch. So, die müsste ja hier irgendwo sein. Wo befindet sich die Truhe? Wo könnte sich die Truhe befinden? Na gut, okay. Lassen wir es so sein. Wir können mal kurz ins Inventar gucken, ob da noch irgendwas ist, was wir jetzt an den Ausrüstungen wohl nicht gucken. Und die nächste Besenverwalterung kostet wahrscheinlich. Die kostet wahrscheinlich 6000. So viel werde ich natürlich nicht haben. Wie bleiben wir denn überhaupt noch? 700.
So, ich guck mal gerade kurz, was wir hier haben. Mission. Da, der Schemel. Genau. Ah, nee, da war noch einer. ja. Wann war sie denn? Wann war sie denn? Wann war sie denn? Du? Ah, das war auch schon das. Okay. Das waren wahrscheinlich die Bäume. Hier ist aber noch was. Hogsmeade. Revelio-Seiten. Es fehlen leider noch einige. Da, die Treppe. So, okay. Gut. Dann mache ich mal einen kleinen Feierabend-Break. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann gucke ich mal, was wir dann als nächstes haben. Was haben wir denn als weiteren Aufträgen? Wir haben noch... Genau, die Suche nach dem letzten Hüter fehlt uns noch. Die Schatten des Berges und Schatten der Hoffnung. Der dänische Schlüssel fehlt uns noch 4. Ach so, wir sollten, warte mal, wir sollten kurz die, hier, der Himmel ist die Grenze, das sollten wir kurz noch abschließen. Die Nummer. Das machen wir noch glatt, schnell doch, damit wir das nicht das vergessen. Das hätte ich eigentlich in der letzten Folge machen sollen. So, das schließen wir noch kurz ab, das Ding. Oh, warte mal, das ist ein Reveal. Das ist eine Reveal-Seite. Warum auch immer ich die schon nicht gefunden habe. Wir wollen mal kurz eben mit dem Creepen quatschen hier. Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich habe den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar. Extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind zu sehr. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Was machen Sie denn jetzt nun? Was werden Sie nach der letzten Verbesserung machen? Ich will Spindwitches zum beliebtesten Geschäft in Hogsmeade machen. Und ich würde gern mal wieder auf einen Besen steigen. Für den Nervenkitzel. Ich könnte nicht zufriedener mit unseren Verbesserungen sein. Wieder den Pessimisten. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Bis dann. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals, vielen Dank. Frage, was kostet die? Ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Die kostet bestimmt 6.000, aber die haben wir noch gar nicht, ne? Wir können noch nichts kaufen. Die Glutsprintbesen, Nokwas-Hausbesen, Mutterketenbesen. Ja, die Frage ist, sind das nur Designs? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Das sind ja alle. Aber irgendwie sieht der echt nice aus. Der hat auf jeden Fall was, dieser Besen. Ich überlege, ob ich den kaufen soll, den Glutsprintbesen, weil der mir irgendwie gefühlt gerade am besten steht. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ich kaufe ihn. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen.
Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. So, Auftrag abgeschlossen. Ausrüstung, ich hätte gerne so Besen. Und ich nehme mir den Glutsprintbesen. Irgendwie gefällt der mir echt am besten. Muss ich gerade zugeben. So. Eine weitere Sammlung. Dann haben wir wahrscheinlich den Besen. Ah ne, wir haben ja eine weitere Seite gefunden. Ich weiß nicht, ob ich die mal alle auf dem Weg mitnehmen soll. Und die haben hier noch eine weitere Truhe, die ich gar noch gar nicht gesehen habe. Und damit finden wir einen Hexerhut in Indigo. Gut. Aber wenn der nicht schon was bringt, dann kann ich den direkt verticken. Kannst du dein Zeug wieder haben? Wonach suchen Sie heute? Gar nichts, ich möchte was verkaufen. Oh, der. Nee. Der ist. Danke fürs Vorbeischauen. Der ist. Was bist du da mal? Also bist du da irgendwas am. Gucken. Alles klar. Gut. Dann mache ich mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Hogwarts Legacy.